Und hier habe ich eine Sache gefunden. Das ist etwas, was andere nicht wirklich erwähnt haben. Die meisten erwähnen nämlich immer das Gleiche hierbei. Mir ist aufgefallen, so, das stimmt gar nicht. Es gibt nämlich noch eine Sache, damit könnt ihr noch viel, viel schneller leveln. Und ich habe das Ganze sogar selbst in Warzone getestet und ich werde es euch gleich zeigen. Leute, seitdem Cold War in Warzone integriert wurde, haben wir so viele neue Waffen bekommen und die sind teilweise so krank overpowered, weil die eben so manche broken Attachments haben. Jetzt ist es so, dass viele halt keinen Multiplayer haben, die haben keinen Cold War und auch keinen Modern Warfare und können eben dort in dem Multiplayer nicht die Waffen hochleveln. Und deswegen dachte ich mir, mach dich mal auf die Suche, Leute, und schau mal, was denn die schnellsten Wege sind, in Warzone eure Waffen zu leveln. Ich werde euch erstmal ein paar Wege zeigen, wie ihr generell schneller leveln könnt in Warzone. Dann habe ich am Ende für euch Tipps zusammengestellt. Zwei Wege, um genauer zu sein. Der eine Weg so für die Anfänger, sodass die auf Safe auch ihre Waffe leveln können. Und für diese ja, restlichen so G-Fuel Junkies unter euch, die so bei weniger als 30 Kills pro Runde anfangen zu heulen, für euch habe ich einen heftigen Weg, Leute. Wenn ich euch hiermit helfen konnte, Leute, nicht vergesst, das Video zu liken und den Channel abonnieren, damit ihr die kommenden Videos und auch Livestreams nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an und ich zeige euch fünf Wege, wie ihr schneller in Warzone leveln könnt. Also kommen wir zum ersten, Leute, und das sind diese Double XP Token. Das habt ihr rechts unten auf dem Bildschirm, da könnt ihr diese Token einlösen. Was viele jetzt nicht wissen, Leute, wenn ihr die stackt, dann wird es nicht mehr. Also ihr werdet nicht irgendwie Double XP und dann vierfach XP und so weiter, sondern die stacken sich in der Zeit. Das heißt, wenn ihr zweimal so 15 Minuten Tokens einlöst, dann dauert es halt einfach 30 Minuten lang insgesamt. Bei Double XP Weekends ist es genau das gleiche. Es gibt manchmal so von Freitag bis Montag, tun die so manchmal so Double XP Weekends einfach freischalten und damit tut es sich auch nicht stacken. Ich habe mitbekommen, dass es da scheinbar irgendwie einen Bug geben soll. Es soll irgendwie verbuggt sein, dass man in Double XP Weekends auch seine Tokens nutzen kann und dann quasi nochmal schneller leveln kann. Also irgendwie statt Double XP mit einem Token dann einfach auf vierfach XP, was krank ist. Ich konnte es leider nicht testen, also ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal auszuprobieren, wenn es das nächste Double XP Weekend gibt. Jetzt fragen sich bestimmt viele von euch so, wie bekommt man eigentlich diese Double XP Tokens? Es gibt zwei Wege, Leute. Der eine Weg ist über den Shop, also im Shop gibt es so Bundles, das sind oft so Double XP Tokens dabei. Und der zweite Weg ist der Battle Pass. Beim kostenlosen Battle Pass habe ich geschaut und da ist leider wirklich kein einziger Double XP Token dabei, Leute, in diesem kostenlosen Battle Pass. Ihr müsst den wirklich kaufen. Der zweite Weg, Leute, das ist das Regiment. Da gibt es eine sogenannte Happy Hour. Diese Happy Hour funktioniert ganz einfach. Wenn ihr der Leader von dem Regiment seid, also ihr habt das erstellt, das Ganze, dann gibt es Happy Hours, die ihr selbst wählen könnt, also freischalten könnt. Und ihr könnt dann einfach festsetzen, ab heute so und so viel Uhr gibt es Double XP und das hält dann für eine Stunde. Und es funktioniert so, dass ihr dann mit einem Mitglied aus diesem Regiment im Team sein müsst. Und dann bekommt ihr eben, solange ihr im Team seid, eine Stunde lang diese Double XP. Wenn ihr in keinem Regiment seid, erstellt einfach selbst eins. Das ist eigentlich voll easy, Leute. Das Geile daran ist, ihr könnt es halt selbst dann irgendwie sagen, okay, ich will von hier bis hier eben diese Double XP haben und müsst euch dann nicht eben an andere richten. Der dritte Weg, Leute, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, das sind diese Double XP Weekends. Da einfach voll reinzuchten, Leute. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Der vierte Weg, und das ist jetzt ganz wichtig, Leute, habt zu jeder Zeit eure Waffe draußen. Wenn ihr eine Primary und eine Secondary dabei habt, also beispielsweise Grau und der RPG als Secondary, und ihr wollt den RPG leveln, Leute, dann habt den die ganze Zeit draußen. Weil alles, was ihr dann in Warzone macht, wo ihr irgendwie Waffen-XP bekommt, wirkt sich dann auf diese Waffe aus, die ihr aktuell in der Hand habt. Ihr braucht dafür euer Loadout, um eben eure Waffen da zu holen. Hat man in Warzone aber nicht immer. Der Loadout kommt nur zu bestimmten Zeiten. Deswegen kommen wir hier zum fünften Weg, Leute, und das ist auf jeden Fall Beutegeld spielen. Warum? Ganz einfach, Leute. Zwei Gründe. Ihr habt immer euer Loadout ausgerüstet und ihr spawnt immer wieder. Das heißt, ihr habt nicht diesen Delay durch erstmal ein Match finden und wieder zurück zur Lobby und so weiter. Im Beutegeld gibt es jetzt verschiedene Dinge, die ihr machen könnt, um eure Waffen zu leveln. Das erste sind Aufträge, Leute, und alle Aufträge geben gleich viel Waffen-EP, außer ein Auftrag. Und das sind diese Bounties, Leute, also diese Kill-Aufträge. Für alle Aufträge kriegt man 500 Waffen-XP, außer eben für den Bounty, da kriegt man 750, Leute. Das ist crazy, es ist einfach nochmal die Hälfte oben drauf. So, dann gibt es noch eine Sache, Leute. Am Ende von Beutegeld-Matches gibt es immer noch so eine Verlängerung. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Und in dieser Verlängerung, während dieser Zeit, gibt es 1,5 mal XP. Also ihr bekommt 1,5 mal mehr XP als sonst in dem Match. Das waren jetzt erstmal die 5 Sachen, Leute, die euch helfen, mehr Waffen-XP zu bekommen. Also die jeder einzelne von euch so selbst quasi steuern kann, sagen kann, ey, ich brauche jetzt hier
Double Weapon XP, das kaufe ich mir. Oder hier Double XP Weekend, da tue ich reinsuchten. Das sind eben so Sachen, die ihr selbst so steuern könnt. Und jetzt kommen wir, Leute, zu den Tipps. Und hier habe ich eine Sache gefunden. Das ist etwas, was andere nicht wirklich erwähnt haben. Die meisten erwähnen nämlich immer das Gleiche hierbei. Mir ist aufgefallen, so, das stimmt gar nicht. Es gibt nämlich noch eine Sache, damit könnt ihr noch viel, viel schneller leveln. Und ich habe das Ganze sogar selbst in Warzone getestet und ich werde es euch gleich zeigen. Und damit würde ich sagen, kommen wir hier zu meinen Tipps, Leute. Und das ist, wie gesagt, ein Weg so wirklich für die Anfänger, Leute. Und der andere Weg so für die restlichen G-Fuel-Junkies unter euch. Nummer 1, Leute, landet bei vielen Aufträgen und wo viel Action ist, wo viel passiert. Und das sind meistens Orte, da müsst ihr am Anfang einfach gucken, wo fliegt das Flugzeug drüber. Wenn es am Anfang direkt so über Superstore fliegt, dort landen sehr oft sehr viele Leute. Und achtet dabei darauf, dass möglichst ein Fahrzeug in der Nähe ist. So, und was ihr jetzt machen wollt, Leute, an zweiter Stelle, das ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, Aufträge. Aufträge bringen euch safe Weapon XP. Wie gesagt, das ist für die Anfänger sehr, sehr gut geeignet. Das ist ein safer Weg. Nehmt euch die leichten Aufträge zuerst, landet irgendwie Suchaufträge am Anfang, also diese Plünderungsaufträge. Das ist etwas, was jeder machen kann. Aufträge sind nicht schwer zu machen, ist ganz easy. Man bekommt safe die XP und ist für jeden einfach geeignet. So von Anfänger bis Pro, jeder kann das machen. Aber was euch kaum jemand sagt, Leute, ist, dass es eine Sache gibt, womit ihr noch schneller leveln könnt. Und zwar Team Wipes. Ihr habt richtig gehört, Leute, Team Wipes. Für Team Wipes bekommt man noch mehr Weapon XP. Und dabei müsst ihr nicht ein ganzes Team auslöschen, Leute. Ihr könnt nur einen von diesen Leuten killen, der letzte Überlebende ist in diesem Team. Und der Unterschied ist einfach nur so heftig, Leute. Für Standard-Kills bekommt ihr 275 XP. Und jetzt festhalten, Leute, für Team Wipes bekommt ihr 450 XP. Das ist halt einfach so fast das Doppelte. Und wenn ihr euch jetzt mal zurückerinnert an das, was ich vorhin gesagt habe, man kriegt für alle Aufträge 500 XP, außer für Bounty 750. Bounty plus Team Wipe 750 XP plus 450 XP. Und das Ganze noch am Ende, Leute, in der Verlängerung. Und dann noch ein Double Weapon XP Token obendrauf. Damit kann man extrem viel Weapon XP bekommen, Leute. Und wenn ihr euch selbst nicht confident fühlt, wo wollt ihr sonst Confidence bekommen? Das ist der perfekte Ort und die perfekte Art, wie ihr selbst einfach probieren könnt, rumprobieren könnt, testen könnt, üben könnt, auch in Beutegeld, um vielleicht besser zu werden, um so ein bisschen für Warzone, für die ganze Map und so weiter Game Sense zu bekommen. Und deswegen empfehle ich das nicht nur irgendwie den fortgeschrittenen Spielern, sondern wirklich auch Anfängern, Leute. Wenn ihr safe sein wollt, klar, macht Aufträge, das ist so der safeste Weg, da bekommt ihr das immer. Empfehle euch wirklich so, Beutegeld geht einfach auf Kills. Geht dorthin, wo viele Leute sind und übt, einfach übt, übt, übt. Ein Tipp noch am Ende, Leute, Landespots, wie schon gesagt am Anfang, Superstore und Storage. Superstore und Storage sind irgendwie die zwei Orte, wo ich gemerkt habe, aus vielen Matches, dort landen echt viele. Es kommt, wie gesagt, drauf an, so wo fliegt das Flugzeug, wie ist die Route und so weiter, aber es ist wirklich so ein Ort, bei dem sehr, sehr oft viele Leute landen. Schreibt mir in die Comments, Leute, wie ihr eure Waffen levelt und vergesst auf jeden Fall nicht, das Video hier an der Stelle zu liken, wenn ich euch damit helfen konnte. Abo da lassen, um die nächsten Warzone-Videos nicht zu verpassen, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Haut rein, macht's gut und Peace.